Ach, wenn es doch so einfach wäre, Impfstoff in Form von Bier. Entwickelt in Franken schützt es leider nicht vor Corona. Nach spätestens 4 Dosen soll es laut den Brauern aber für Entspannung sorgen und damit gegen den Lockdown-Blues helfen. Und der dürfte noch andauern, denn trotz Halbierung der Infektionszahlen seit Jahresbeginn ist ein Lockdown-Ende im Februar nicht in Sicht. Wir haben immer gesagt, auch ich, der Winter wird ein harter werden. Und zwar Winter, nicht einfach nur 4 Wochen Dezember, Januar, sondern der ganze Winter. Und die Perspektive ist eben dann Zug um Zug eine Richtung Sommer. Welche Maßnahmen aber an Ostern gelten oder nicht gelten, das kann ich Ihnen ehrlich heute am 3. Februar einfach noch nicht sagen. Auch die Impfungen bringen laut dem Virologen und Regierungsberater Christian Drosten erstmal keine Aussicht auf mehr Freiheit. Auch wenn er es natürlich begrüßt, dass einige Hersteller zuletzt wieder größere Liefermengen zugesagt haben. Die Situation ist viel besser, als ich das noch vor Tagen gedacht habe. Aber so Drosten, für die Zeit bis Ostern können wir noch nicht viel an Bevölkerungsschutz durch die Impfung erwarten. So der Virologe bei NDR Info. Bis Ostern will die FDP auf keinen Fall warten. Es gäbe schon jetzt viele Kreise mit sehr niedrigen Infektionszahlen. Dort müsse man jetzt wieder mehr möglich machen mit Hygieneregeln und dem Einsatz von Luftfiltern. Das kann die Voraussetzung dafür schaffen, dass regional trotz des bestehenden Risikos einer Mutation verantwortbar Schritt für Schritt geöffnet werden kann. Nicht in den Status, den wir vor der Pandemie hatten, aber in eine Form des Lebens mit dem Virus. Das dürfte dann allerdings die Debatte um einen Flickenteppich von Regelungen wieder befeuern. Corona ist und bleibt vorerst eine Riesenbelastung. Ein richtig normales Leben, so wie wir es eigentlich haben wollen, das können wir uns, glaube ich, dann vorstellen, wenn unsere Gesellschaft insgesamt geimpft ist. Und das ist bekanntlich frühestens gegen Ende des Sommers der Fall. Selten haben sich so viele wohl schon im Februar gewünscht, dass der Sommer schnell vorbeigeht.